Hallo alle zusammen und herzlich willkommen im heutigen Video. Schaut, wer hier ist. Juhu. Hallöchen. Nico ist spontan. Ja, naja, nee, spontan war es eigentlich nicht. Nico ist zu Besuch in Österreich bei uns mit Henry natürlich. Und wir machen jetzt gerade, oder was heißt machen, wir haben gerade eine kleine Wanderung gemacht durch Obertauern, beziehungsweise hinter uns liegt Obertauern den Berg hoch. Wir haben beide unsere Jacken vergessen. Also ich hatte die glücklicherweise noch im Auto, habe nur so einen Tanktop an. Und Nico, was machen die denn jetzt? Und Nico hat noch ein T-Shirt an. Deswegen hat sie jetzt die Decke um. Milky, was ist denn? Oh, Entschuldigung, was für die Decke? Ich wollte zeigen, wie toll die ist. Milka, was denn? Ist der Henry da? Oh. Oh, toll. Ich dreh mal die Kamera. Ist das toll, ja? Oh, Milka. Heiratet ihr gleich? Ja. Jetzt war die hübschen Sachen angezogen. Ja, stimmt. Milka und Toffi haben das gleiche an. Und okay. Henry, ihr seid noch nicht verheiratet. Hör auf damit. Nein, Spaß. Nico wird den. Herr, sobald ich mich hinstelle. Mika ist halt ein bisschen aufgeregt. Das ist ihr großer Tag, auf den sie 8 Jahre gewartet hat. Ja. Jetzt hat Henry endlich den Mut gefasst. Wir haben den Antrag beide nicht mitbekommen. Ne? Ich weiß nicht, wann es war. Ich glaube, heute Nacht. Ja, echt? Okay. Krass. Ja. Genau, und jetzt werden wir uns mal zur. Zum Kapellchen begeben. So, Wedding Location. Yes. Ja, ne. Mhm. Wow. Und ich bin Standesbeamte übrigens. Aus Köln. Okay. Aus indianischen Köln. Aus dem was? Indianischen Köln. Indianischen Köln. Ja, hier von hinten. Wow. Du siehst was? Das ist falsch rum. Das sieht ein bisschen aus wie aus Zelda irgendwie. So ein. Dann wandel mal über die Wiese. Viel Spaß. Oh, cool. Zauber ich dich weg, da kommst du aus der Zauberkugel und da kommst du wieder raus. Als Braut! Woo! Oh Gott. Oh ja, das. Ja, was denn? Und Milka muss was performen. Ja, gut, wir gehen mal weiter, würde ich sagen. Deswegen sind wir extra ein Stück den Berg hochgegangen, wo wir ungestört Mist reden können. Unsere Zeremonie. Ja, richtig. Ja, bitte. Anscheinend. Ist das die ganze Zeit andersrum? Nee, so war es nicht. Nico ist übrigens gerade schon ein Malheur passiert. Jetzt ist sie in Österreich angekommen. Richtig schöne Kuhfladen. Während du mit dem Handy. Ich geb's zu. So. Und ich stehe daneben und ich denke so, oh no. Ja, und ich lass filmen, Leute. So ja. Richtig schön Klischee. Ja, das aber war echt Klischee. Stinkt ja nicht so schön. Nee. So, wir haben die Location gleich erreicht. Vorher noch ein ganz wichtiges, kurzes Anliegen, wo wir eure Hilfe brauchen. Die kleine Toffi, hier, Schatz, die kleine Toffi wird 2 Jahre alt am Montag, also quasi morgen, wenn das Video online kommt. Und in diesem Bezug wollten wir euch fragen, ob ihr eine Idee habt, was wir an ihrem Geburtstag machen könnten. Seien es Spiele, Themen, genau. Was für Kuchen. Themen, ja, genau, das ist auch gut. Kuchen, Wünsche, Vorschläge, Ideen. Da freuen wir uns sehr auf eure Vorschläge. Wir werden dann natürlich. Hallo. Oh, hallo. Wir werden dann natürlich ein Milka-Mittwoch-Video draus drehen, was dann am Mittwoch online kommt. Nitto, freuen uns schon riesig. Und mal gucken, ob euer Vorschlag. Ja, genau. Jetzt geht es erstmal weiter. Also Wege. Können wir einfach kurz den Weg da hochgehen? Ja, klar. Sowas. Die Wanderung war über. Wanderung? Du lachst. War übrigens total spontan, deswegen. Ich habe mich übelst erschreckt. Vor allem hat der Allrad schon, oder? So voll die dumme Frage. Aber wie krass ist denn das? Guck dir das mal an. Der hatte 3 so Achsen. Oder waren es 3 Achsen? Ich weiß es nicht, um Himmels Willen. Der hat uns gerade komplett aus unserer Welt rausgerissen. So, seid ihr bereit? Okay, du kannst gehen, ich filme. Und go! Schreite! Ist jetzt aber hochkant, aber egal. Quer meine ich. Ich mach mal ein Stück quer oder soll ich mit deinem parallel hochkant?
Ich weiß es nicht. Der Lift erlebt. Keine Ahnung. Wir gucken hier gerade, es ist nämlich so lustig, weil sonst ist hier so eine, also im Winter normalerweise, nennen wir es mal normalerweise, ist hier so eine lange Strecke, wo man halt darüber zu dem anderen Lift fährt. Und jetzt ist hier so ein kleiner Wasserfall. Mach mal, tu mal so, als würdest du Lift fahren, bitte. Die Gondel kommt da auch schon. Oh mein Gott. Ah, schade. Oh, wow. Warte, ich komme. Ja, theoretisch gehst du da rein. Hier wäre Schnee. Und dann gehst du hier zum Lift. Der blinkt sogar auch, guck mal. Ja, bitte, warte, warte. Ja, okay. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum die das da machen. Da fällt gleich die Gondel raus. Guck mal, die hängt da zu hoch drin. Hä? Dürfen wir uns das mal ansehen? Das wäre cool. Ich würde mir gerne mal die Gondel von oben drinnen angucken. Vielleicht wird die auch gereinigt. So. Nikos Brille ist weg. Sonnenbrille. Meine Sonnenbrille auch. Wir haben die bei der Kapelle liegen lassen oder so. Muss. Genau. Aber wir haben jetzt auch nicht die Kraft, nochmal diesen Berg hochzulaufen. Nee, deswegen müssen wir jetzt leider mit dem Auto fahren. Schön zur Kapelle. Aber es waren leider echt gute Sonnenbrillen. Warte, wo steht denn hier 65 Kilometer noch um? Haben wir die bei der Hochzeit? Jetzt kommt eine Wandertruppe. Ja, wir sehen doch aber aus wie Bauarbeiter, oder? Servus. Hallo. Danke. Ich hab einen Trecker im Weg, egal. Oh. Bitte rückwärts. Oh, Spieß. Fuck, was machen wir? Oh, danke, er lässt uns durch. Einfach fahren. Ja, warte, warte. Wir sind doch zwei Mädchen. Wir haben uns verfahren. Wo ist denn danke. Dankeschön. Super. Danke. Ja, cool. Gut, weiter geht's. Wir müssen hier lang. Das ist so maximal unangenehm. Wir fahren schon wieder eine rote Piste, Nico. Eine rote Piste. Das ist eine rote Piste. Und daneben ist der nächste Trecker. Wir sagen einfach, was auch 100% der Wahrheit bespricht. Ich habe mir das Band gerissen. Wir haben da die Sachen liegen lassen. Ich weiß nicht, was ist. Ich fühle mich so aus, als wäre es nicht. Willst du echt da hoch mit dem? Jetzt mal ganz im Ernst. Oder soll ich kurz hochlaufen lieber? Ja, lauf mal. Oder? Ja. Da steht da immer noch das Auto. Warte mal, dann drehe ich mal hier. Ich sehe es auch nicht. Nee, der Bagger. Aber wie kommst du denn wieder runter? Wie drehst du denn? Indem ich ganz hoch fahre. Wir haben nicht mehr so viel Sprit. Wir sind auf Reserve. Ja, das ist schon rot. Mhm. Und wir müssen noch zurück. Ah, jo. Komm, ich lauf schnell. Okay? Okay, Plan. Und wenn es da nicht ist, dann was machst du dann für ein Zeichen? Dann komme ich hochgefahren. Dann müssen wir ganz hochfahren, oder? Oder was ist dann unser Plan? Was auch wiederum keinen Sinn macht. Überhaupt nicht. Was? Und was ist denn da auch kein Benzin mehr? Total. Ja, das kleine Stück hin oder her. Der steht da auch mit seinem komischen Schuh. Ja, aber du musst doch drehen. Na, auf der Wiese, wo der steht. Ich hab doch Allrad. Ach, du hast Allrad. Das ist doch kein Problem. Ich will es nur noch nicht ausgesehen, warte. Die Piste hoch. Ich laufe da jetzt erstmal hoch und dann, wenn ich nichts hab, dann mache ich. Ich glaube, ich habe meine Sonnenbrille auf den Altar gelegt. Ich befürchte nämlich dich auch. Oh mein Gott, wir waren so mit der Zeremonie beschäftigt. Also mein Ernst, ich glaube, ich habe die irgendwo dahin gelegt. Ja, das Gute ist, da wird die wahrscheinlich nicht weggekommen sein in der Zeit. Gut, okay, mache ich den Motor aus? Ja, ich mache den Motor kurz aus. Und ich laufe da hoch. Du läufst kurz hoch, ich warte hier ab. So, ich bin da. Guck mal, ob sie da sind. Hier liegen sie nicht am Boden. Oh nein, sie sind nicht hier. Scheiße. Leider nein. Wo haben wir die denn sonst hingetan? Oder jemand hat sie rausgeholt. Kakili. Hier liegt nichts. Auch nicht. Und Nico, ach nee, da kommt erstmal der Trecker wieder Nico entgegengefahren. Die Brillen waren da nicht. Jetzt haben wir überlegt, da waren nämlich gerade sehr viele Wanderer, ob irgendwelche Wanderer die mitgenommen haben und wo abgegeben. Es war halt eine Prada und eine Ray-Ban Sonnenbrille.
Ist irgendwie jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Oh Mann. Ah, Moment. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Okay, das ist nicht witzig. Ich hätte so quer über die Wiese laufen. Leider. No. Juhu! Oh, ja. Ich habe gerade gesungen, wie du gelaufen bist. Heidi, Heidi. Und du hättest so quer über die Wiese laufen müssen. Und ein bisschen fideler. Ah, ja, nicht so shit. Okay. Ja. Ich glaube nicht, dass wir die da oben abgelegt haben. Ja, aber wo denn dann? In die Wiese? Nein, ich glaube, jemand hat die mitgenommen. Ach so, hat die mitgenommen. Weil da sind eben so viele Wanderer lang gegangen. Ja. Nee, also jetzt mal was sind wir denn hier? Das ist die einzige Möglichkeit. Weil als wir da hoch sind... Das ist nämlich eine katholisch... evangelische. Ach nee, es war ja eine freie Trauung. Ich wollte gerade sagen. Ja. Well. Oh Gott, alle genervt. Genervtheit von allen Seiten und Müdigkeit. Ich würde sagen, wir fragen da jetzt noch mal. In der Hütte. Jetzt hast du nichts, ne? Die Gang unterwegs. Wir machen gerade alle einen kleinen Mittagsschlaf hier auf dem Sofa. Eingekuschelt in die Labbis. Ich glaube, Milka und Toffi haben Nico sehr vermisst. Oh, süß. Wir sind jetzt gerade doch nicht spontan zum Lift gefahren, weil es halt einfach schon halb eins ist, sondern fahren jetzt ins Weißbriertal rein, fahren komplett durch. Da waren wir auch schon einmal wandern vorletztes Jahr. Genau, da sind wir aber nicht ganz durchgefahren. Da sind wir noch diesen so einen kleinen Wanderweg gegangen. Aber heute fahren wir mal ganz durch. Zahlen mal, hallo. Wir haben gar nicht zurückgegrüßt. Zahlen mal die Maut. Und parken dann ganz hinten, aber da ist es wirklich wunderschön. Können wir gucken, neulich bin ich da weitergelaufen zu so einem Wasserfall, ob wir motiviert dazu sind, aber kann man eigentlich machen. Wir haben genug Proviant mit. Und das Wetter hier ist auch richtig schön. Genau, es kann nicht schief gehen. Hübsch, oder? Mit dem Bach hier rechts. Richtig schön. Und hier unten, ich finde es auch so schön. Angekommen. Milka sitzt da drüben ganz entspannt und die beiden Toffis zerlegen einen Stock und können nicht mal Ruhe geben. Ja, wie auch immer. Wir essen hier unser Porridge. Heute sind wir nämlich ausgerüstet. Zum Frühstück gibt es Porridge, ein kleines Radler, Paprika dazu. Die Paprika, genau. Milky? Milka, Schatz, alles gut? Ja. Mickey sitzt da, beobachtet alles. Ich war natürlich auch schon mit den Füßen im Wasser. So ist es. Du isst, genau. Und jeder macht das, was er will. Ja, genau. Ja, super. Hier haben wir nämlich einen kleinen Stock zum Locken. Warte, soll ich den ihm mal geben? Ah, oh nee, das ist eine blöde Idee. Dann nimm ihn, aber pass auf. Geht er rückwärts, ist die Frage. Wer fällt als erstes runter? Ja. Und jetzt, Schatz? Kann man zurück? Oh, meine Füße sind so kalt. Na, komm hier. Oh, komm hier, Henry. So, nein. Ein bisschen bewölkt. Ja, genau, deswegen
ein bisschen am Millstätter See. Back to the roots. Back to the roots, genau mal wieder. Und dann vielleicht noch einen kleinen Abstecher nach Spital in den Fressnapf. Vielleicht finden wir da noch was für Toffee. Ich habe nämlich noch kein Geschenk. Oh nein, ärgerlich. Ja. Ja. Könntest du bitte nach vorne gucken? Entschuldigung, das ist ja gerade so ultra cool, da kommt doch gerade mein Gegenverkehr. Oh, ein rotes Auto, das ist nicht schlimm, das können wir umfahren. Ich habe nämlich nicht eine Rotsperre. Ja, genau, da fahren wir hin, mal gucken. Aber die Sache ist ja so, man hat ja einfach schon alles. Das ist irgendwie auch so ja. Bei unseren Geburtstagen tatsächlich immer so ein Problem. Aber irgendwie noch so cool spontan eine Kleinigkeit oder was Leckeres zum Kauen dann für. Ja, das finde ich eine gute Idee, irgendwas Geiles. Genau. Die übrigens natürlich irgendwas auch dabei. Finden, sieht man sie? Da ist der Henry und da hinten sind die Girls. Versteckt, ganz brav. Yes. So, ich muss jetzt Kaffee trinken. Ja, ich auch. Ich muss meinen Arm. Mein Arm wird schwer. Von diesem riesigen Handy. Ach so, das ist ja. Mein. Und. Komm, wirf, sonst bellt die wieder. Jetzt ist Toffi aber sehr engagiert. Und Henry denkt sich so. Hier bleiben, Henry. Gut, Meg. Schnaps. Bleib. Bleib. Okay. Nein. Bleib. 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 Okay. Aber macht ihr das? Ich höre nur so. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich bin fix und fertig. Oh, und ich bin so müde, wirklich. Und ja, gleich machen wir Marillenknödel. Marillenknödel und Himbeerminzknödel. Die Knödel. Die Henry. Henry und Milka da. So. Schlaf nach. Da kommt gerade Toffi. Hallo. Bist du aufgeregt? So, warum? Du hast Geburtstag. Doch erst am Montag. Meine große Maus. Das ist so krass, die wird 2. Nicht im Ernst. Ich weiß es nicht. Ja, also Toffi wird 2. Voll so schön verwendet. Nee, also Toffi wird 2, das ist einfach so krass, dass sie schon 2 wird. Ja, setz dich auf mich drauf. Einfach kein Problem. Und wir wollten. Jetzt hat sie auch noch ein Bäuerchen. Jetzt hat sie auch noch ein Bäuerchen gemacht. Und jetzt wird weitergespielt. Milka ist so extremst aktiv, oder? Ja, ist echt cool, ist so die, schön. Die hat sich so wieder im Positiven verändert. Jetzt. Sie hat sich so zu positiv verändert. Ich würde sagen, wir. Milka, nein, Schluss damit! Hörst du bitte auf? Nein, hey! Okay, wir beenden das Video jetzt an dieser Stelle. Vor allem, interessiert das gar nicht, ne? Nee, so viel zu Rüde Hündin und Hündin und man weiß es nicht, egal. Wir beenden das Video an dieser Stelle. Wir werden natürlich den Geburtstag mitfilmen. Ja. Und eigentlich schreit dieses heutige Chaos nochmal nach einem Live-Shop mit 3 Hunden. Ohne Scheiß. Eigentlich schon. Ja, wir schauen mal, was wir machen können. Macht euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann. Ich habe auch Kopfschmerzen ein bisschen, weil ich so überanstrengt bin. Nein, Gottes Willen, es war zu viel Sonne für dich. Ja, wirklich, das in der Sonne sitzen. Wir haben auch wieder nichts getrunken. Nein. Das ist vielleicht das Grundproblem. Naja. Noch nicht mal ein Köster. Ich weiß, ein Köster stimmt. Gestern haben wir einen Köster getrunken, hatte ich keine Kopfschmerzen. Gut, wie auch immer. Bis dann. Wow, wie ich hier hänge. Tschüss. Nächstes Mal strafe ich mich. Ja. Sag mal, Milka, was ist denn mit dir? Milka hat irgendwie. Aua. Ah, mit dem Ellenbogen. Toffi, bitte.
Oh mein Gott, das tut so weh. Die Knie. Voll den Ellbogen in meine Brust reingedrückt. Ist alles kein Problem? Scheint ja trotzdem. Ich bin den Kopf abgelegt. Scheint ja trotzdem bequem zu sein. So, ciao, jetzt aber. Schluss. Oh Gott, die ist so süß. Die sind halt einfach so süß, ne? Ja. Man muss ihnen einfach alles verzeihen.